Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Rise of the Tomb Raider. Wir sind da stehen geblieben letztens und ich bin jetzt gerade so schön drin. Jetzt machen wir heute ein wenig eine längere Session, das heißt, die dann wieder vorproduzieren ohne Hirn. Aber ich sag's euch, man hält es ein paar Tage ohne Tomb Raider echt aus. Nur wenn man einmal angefangen hat mit dem Spiel, dann sind zwei Stunden gar nichts. Überhaupt nichts, sie sind sofort dumme. Ach Scheiße, ich hab mich nicht erwischt, das Eichhörnchen. Wo ist denn das hingerannt? Hast du Glück gehabt? Da oben ist ein Bambi. Ach, jetzt ist der Kopf wieder nicht zum Sehen. Bans! Siehst du das? One Hit! Oder One Shot? Na geht's, keine Videosequenz. Aber es tut der Relikt wenigstens da, wo ist der Schuss im Autospuren sogar. Alter, das war was für mich mit dem Offroader da durchglühen. Hahaha, gescheit geil. Das war voll meins. So, dann haben wir uns da mal ein wenig ein Fell. Und ein Geweih. Okay. Ich muss ja in die Seite. Hallo? Kannst du vielleicht nicht da fahren rein? Da auf wieder. Guck. Nein, wir werden uns da jetzt nicht blöd spielen. Sieht alles sicher aus. Halten wir die Augen offen. Erwarten wir Gesellschaft? Croft könnte versuchen, den Gefangenen zu retten. Die Zentrale will, dass alle wachsam sind. Warum töten sie nicht einfach? Er könnte noch etwas wissen, aber Konstantin wird das schon bald herausfinden. Okay, es ist hier zwei. Einer da. Das ist jetzt die Frage, kommt der da bis um oder? Sollen wir den anders killen oder? Ich weiß jetzt zumindest, dass er da herrennt. Früher oder später. Eher früher, hätte ich gesagt. Ich glaube, der hat gerade umgedreht. Dann machen wir uns gleich mal auf einen Nahkampf bereit. Und jetzt haben wir ihn. Tot. Das war's. Die haben können wir uns da jetzt relativ einfach holen, hätte ich gesagt. Ach, Scheiße. Er dreht sich eh nicht um. Dann mal zoomen. Und machen einen schönen Kopftreffer. Das war's. War aber nicht der 2, hoffentlich. Aha. Ich gibt's da nicht irgendwo Öl? Öl war vielleicht kein Föhler, weil ich brauche halt. Aber einen Hasen. Hasi. Kann ich in der Aufjung? Nein, das ist. Wenn er einmal weg ist, ist er weg. Okay, da haben wir noch einen Busch. Huch! Was war denn das jetzt? Also, wenn ich da auf E umeinander hämmert, dann ist mir Rennen auch nicht so gut. Ne, ist eh klar. Das ist F voll. Vielleicht ist da noch ein wenig Öl oder so. Ich brauche da Öl. Für Brandpfeile und so Zeug. Ah, komm her, du! Ach, verdammt, hat der Hase Klick. Das ist auch voll. Also, Hasen sind echt schwarz am Erwischen. Muss ich jetzt mal behaupten. Naja, aber dann gehen wir weiter. Die kann ich auch nicht mitnehmen. Da war gerade Eichhörnchen umgekrennt. Passiert. Der Truck war zu schwer. Die Verlust abgestürzt. An diesem Ort fällt wirklich alles auseinander. Sollen wir das melden? Nicht nötig. Alle packen zusammen und bereiten sich auf den Abzug vor. Gut. Haben wir endlich, was wir wollten? Schwer zu sagen. Konstantin hat nur befohlen, alles vorzubereiten. Okay.
Ich möchte es einmal probieren mit einem Double. Ach, das geht wieder nicht. Einer ist tot. Einer kommt von da hinten. Kommt der da wieder vier? Da kommt einer Vierer. So. Jetzt glaube ich, fällt mir da nicht mehr einer. Machen wir schön. Das sind nur so viel. Nein, ich wurde geschickt, um die Insel zu sichern. Ach, Scheiße. Hartes Stück Arbeit. Hab gehört, du musstest auch Einheimische töten. Ja, eine Art Sonnenkult. Ganz irre Sorte. Unglaublich, dass Croft das überlebt hat. Tja, hat sie aber. Und jetzt ist sie unser Problem. Kommt der da nur weit genug Vierer? Das war natürlich geil. Weil sonst. Nein, er dreht bald um. Okay, nein, dann müssen wir das anders machen. Dann müssen wir zuerst den vernichten. Na, du blöde. Durchsuchen und säubern. Angriff! Wir werden angegriffen! Bitch, du! Oder wie viel hält denn der Arsch aus? Lass es uns beenden! Wo ist denn noch einer? Ach, also ein Brandguck, den kann man nie mehr aus der Hand legen, wenn man noch meine Hand gehabt hat. Ich weiß, dass noch irgendwo einer lebt. Wo ist denn der hingegangen? Oh, man tut mich schräg da noch. Wo ist er denn? Da unten ist er. Siehst du das? Jetzt hole ich mir den depperten Hosen. Irgendwo war er nur in dem Gebüsch. Da ist er. Okay, jetzt können wir glaube ich looten. Ah, Alter, dass ich den da nicht vorher gesehen habe, das war fatal. Da haben wir Pfeile. So, das können wir da alles looten. Da müsste irgendwo der tote Hasling. Da haben wir wenigstens ein weniger Feuer einmal. Beziehungsweise ich brauche das Feuer für meine Waffen. Den können wir auch noch looten. Pfeile. Haben wir da noch irgendwas? Hoppala. Irgendwas übersehen? Nein. Was glitzert? Was ist da? Achso, da hat mir nicht die Leiche gezeigt. Da war ich eh oben. Muss ich mich heilen? Nein, muss ich mich auch nicht. Das ist gut. Aber noch Hosquing. Oder habt ihr den epischen Schuss jetzt gesehen? Ich werde echt gut in dem Game. Und der Truck da, was tut der? Nicht umeinander stehen. Alter. Karte. Geheimnisse entdeckt. Was sieht man denn auf der Karte? Ach so, nicht da dahinter haben wir noch was.
Okay. Das heißt, wo müssen wir hin? Eh da rauf, ja. Gut, so, da brauchen wir Kletterpfeile. Können wir mit zwei rauf? Ja, schaut ganz gut aus. Huch! Ach, Scheiße! Na toll, wie viel sind denn das? Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Ach Gott! Ah, das war klar. Also das war klar, dass das nicht gut gehen kann. Alter! Scheiß doch, die waren nicht einmal, da ist einer oder sind ja 5 Millionen. Was ist dort passiert? Die Brücke ist eingestürzt. Sieht aus, als müssten wir den Rest der Fracht ausfliegen. Hoffentlich haben sie da oben etwas gefunden. Mir reicht es hier langsam. Geduld. Wenn wir hier Erfolg haben, können wir hingehen, wo wir wollen. Irgendwo ein wenig ein sicherer Schutzding war vielleicht kein Föller. Irgendwas. Ah, da komme ich zumindest ein paar Mal auf. Das wird einmal auf. Ja, wir haben den Atlas. Sie haben ihn zur Wetterstation gebracht. Warum dorthin? Keine Ahnung. Ich habe über Funk gehört, dass Anna den Zugang zur Kuppel finden will. Vielleicht wissen Sie ja, wie der Atlas zu deuten ist. Ich weiß es nicht, aber Sie haben befohlen, alles zusammenzupacken. Also dürften wir bald abziehen. Ich sehe nicht, ich glaube, da draußen ist jemand. Oder spinnst du? Das sehe ich mir mal an. Ja, die Frau ist schon ein bisschen dämlich. Das war's, Paul. Ich seh mal nach. Der Weg ist frei. Los, weiter. Bist du für Kimi, oder was? Echt? Achtung, Angriff! Hi. Schwärmen wir aus. Augen auf, wir haben Feindkontakt! Dabei hat mich noch keiner gesehen. Sie könnte in den Wald. Wir werden angegriffen. Achtet aufs Gebüsch. Sie könnte überall sein. Beschossen. Ah. Sie ist verwundet. Oh. Nein, das war auch nicht das Gelbe von mir. Ich muss mir da die depperte Brandgranaten wieder irgendwo hinschießen muss, nicht wahr? Aber es wird schwerer. Es ist. Was ist dort passiert? Die Brücke ist eingestürzt. Sieht aus, als müssten wir den Rest der Fracht ausfliegen. Hoffentlich haben sie da oben etwas gefunden. Mir reicht es hier langsam. Geduld. Wenn wir hier Erfolg haben, können wir hingehen, wo wir wollen. So. Jetzt schauen wir mal, was ist denn da oben los? Wetterstation gebracht. Warum dorthin? Keine Ahnung. Ich habe über Funk gehört, dass Anna den Zugang zur Kuppel finden will. Vielleicht wissen Sie ja, wie der Atlas zu deuten ist. Ich weiß es nicht, aber Sie haben befohlen, alles zusammenzupacken. Also dürften wir. Schauen wir, dass wir Erm da hinten killen. Der geht nämlich für normal schon so weit. Jetzt sind wieder zwei.
gibt's ja nicht. Okay, das hat funktioniert. Dann holen wir uns den da. Und den da. Wir werden angegriffen. Das war so klar. Okay, aber es darf gut gegangen sein. Jetzt ziehen wir da vier. Und holen uns die zwei. Na scheiße. Okay, kann ich da nur irgendwo ein wenig einen Standardwechsel machen? Schaut jetzt nicht unbedingt so aus. Nein, das sind meine Schritte, die was man da hört. Plündern wir die zwei, drei schnell. Weil der ist eh ganz gut gelingen da. Dann holen wir uns da vielleicht noch ein wenig Muni. Oder auch nicht. Okay. Okay. Angriff! Wir werden angegriffen! Durchsuchen und säubern. Los geht's. Wo war denn da einer? Ha! Der kommt aber hoffentlich jetzt zu mir zurück. Zwei sind's noch. Ich habe hier nichts. Oh, da ist sie. Okay. Geht schon. Geht schon. Aber es schaut zumindest schon mal besser aus wie letztes Mal. War da noch irgendwo? Wollt ihr was aufpassen? Schaut dabei nicht unbedingt so aus. Wollen wir mal heilen? Nein, muss ich mir nicht. Okay, dann hoch da, hoch da, hoch da, hoch da. Da mal verstecken und einmal Ausschau halten. Da herum sollten ja eigentlich auch noch zwei sein. Oder sehe ich das falsch? Huch! Na toll, jetzt musst du nachladen, oder was? Da ist was Explosives! Okay. Okay, das kommt, das war's dann. Ja, was tue ich mit dem? Ich sag, jetzt greifen wir mal da durch. Halt! Ach, vor lauter Schauen schon wieder. Ne. Bringt eh nix. Einer muss in der Nähe sein. Okay. Was haben wir denn da noch Schönes? Es ist ein Stempel für offizielle Trinity-Schreiben. Die werden heute kaum noch benutzt. Naja, schaut auch fast so aus, nicht wahr? Im Zeitalter von Drucker, Scanner, schaut das hier ein bisschen, naja, veraltet aus, hätte ich jetzt fast gesagt. Und wir haben ein neues Lager gefunden, sehr schön. Was können wir denn im Inventar, da können wir jetzt einiges machen, glaube ich. Oder auch nicht so viel. Schrotpatrone. Der Gewehrmunitionsbeutel ist aber sicher kein Fehler. Großer Gewehrmunitionsbeutel.
So sieht es natürlich aus. Okay, das heißt, wir haben einmal Gewehrmunition geupgradet. Und was haben wir da jetzt noch? Wir haben bei den Waffen können wir auch was machen anscheinend. Aber nur bei den Women, die taugt mir übrigens nicht. Also ich werde wieder umsteigen auf die. Die macht zwar wesentlich mehr Schaden, aber die hat einfach eine bessere Munitionskapazität. Das Problem ist einfach bei dem anderen Gewehr, nicht beim Sturmgewehr, sondern bei dem Repetiergewehr, dass einfach die Nachladegeschwindigkeit, das ist die Munitionskapazität. Was haben wir denn da? Steht das nicht irgendwo? Nein. Ich nehme wieder das. Und rüste das dann noch weiter auf. Dann haben wir ein bisschen mehr Munition. Das war's dann fürs Erste hier. Und wo wir auch noch hinschauen müssen, ist bei den Fertigkeitspunkten, weil da haben wir auch einen Neuchen. Jäger. Was haben wir denn mit dem Jäger? Wir haben da... Nehmen wir das einmal, weil können wir mehr Sachen sammeln. Gut so. Aber ich hätte gesagt, das war's jetzt einmal für die Session wieder. Wir werden jetzt noch schnell miteinander speichern und einmal schauen, wie jetzt der nächste Fortschritt ausschaut. Jupp. Und wir haben 47%, jetzt haben wir 49%. Das heißt, 50% vom Spiel gehe ich jetzt einmal aus. Ist abgeschlossen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt ein 50% von der Geschichte sind oder nur 50% von dem zu erledigten Sachen, weil wir haben einiges übersehen natürlich auch. Aber das werden wir noch rausfinden. Da steht übrigens Datum und Uhrzeit. Finde ich auch sehr geil. Also wenn es rauskommt, wird es schon ein bisschen später sein natürlich. Sonst bleibt man immer viel zum Sagen, außer lasst mal ein Däumchen da, das war natürlich sehr genial und sonst, es hat mich gefreut, dass ihr mich gesehen habt. Ich hoffe, ihr seht es mich bald einmal wieder. Ich wünsche euch was. Tschüss mit euch und ciao mit euch.